Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ganz kurz bevor ich euch mein Zimmer zeige, wie es im Moment aussieht, wollte ich euch einmal noch kurz Bescheid geben. Checkt bitte mein neues Video ab Leute, denn da möchte ich Obdachlosen helfen mit euch zusammen. Ihr müsst nichts machen, außer euch das Video angucken. Schaut euch einfach das Video an Freunde, dann wisst ihr die ganzen Infos. Ich danke erstmal jedem, der dieses Video geteilt hat Freunde und würde sagen, legen wir jetzt mal los und ich zeige euch das Zimmer, wie es bis jetzt aussieht. Mein Zimmer ist noch nicht fertig, Freunde. Es ist noch lange nicht fertig. Ich muss noch sehr, sehr vieles machen. Warum ich im Moment aufgehört habe, das Zimmer weiterzumachen, erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch aber jetzt erstmal, wie es aussieht. Und ich würde sagen, let's go! Ich mache gerade hier mein Zimmer neu mit meinem kleinen Cousin. Der hilft mir gerade. Shia, was geht ab? Ja, Leute, wir haben gerade hier die Wand, diese ganzen Tapeten runtergerissen. Hier war auch noch alles full tapeziert, haben wir auch alles abgemacht, dann so weggegribbelt, diese ganzen kleinen Stücke, die da waren. Jetzt ist diese Wand hier dran, Leute, da ist noch ein bisschen, das wird jetzt auch gleich alles abgemacht. Und danach wird dieses Zimmer komplett neu tapeziert, das hier wird jetzt mein Arbeitszimmer, Leute, was ich mir jetzt machen möchte. Und so sieht das im Moment aus, komplett Katastrophe, richtige Baustelle. Hier auch, hier wird noch alles abgerissen und das hier wird dann mein Schlafzimmer, Leute. Das sieht gerade so Katastrophe aus. Hier, die Tapeten müssen noch alle abgerissen werden. Da hinten, das muss alles abgerissen werden. Ja, Leute, hier sind erstmal diese ganzen Gegenstände von mir, die hier waren. Habe ich alle hier hingebracht, damit die nicht dreckig werden. Und ja, Freunde, sobald das Zimmer hier fertig ist, kommen die ganzen Sachen dahin. Und danach wird dieses Zimmer hier gemacht. Das hier wird dann mein Schlafzimmer. Ne? Auf jeden Fall, Freunde, fahren wir jetzt zum Ikea, holen da Tapeten. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich mache dieses Zimmer hier so weiß-grau. Ey, wie soll ich Schlafzimmer machen? Weiß, normal weiß. Alles weiß? Weiß, weiß. Hä, das ist auch langweilig, oder nicht? Komplett weiß? Nicht so leicht beige? Wie soll ich mein Schlafzimmer machen? Schreibt mal in den Kommentar rein, welche Farbe. Ich habe überlegt, hier so alles weiß zu machen und dann hier so an den Seiten so einen leichten beigen Touch. Oder? Was sagt ihr? Und mein Bruder ist da, Leute. Der wird mir jetzt gleich helfen beim Tapezieren. Ich fahre jetzt erstmal zum Ikea und hole da Tapete. Wir sehen uns gleich wieder. Yo, Leute, was geht ab? Ich zeige euch jetzt eben mal kurz den Stand der Dinge, wie es momentan aussieht. Hier ist wieder komplett alles full. Jetzt haben wir hier, Moment. Hier vorne die ganze Tapete hat doch noch alles abgemacht, Leute. Da oben hier alles ab. Zack. Hier auch. Und jetzt fehlt nur noch dieses Stück hier. Wird auch noch alles abgemacht morgen. Und jetzt haben wir uns überlegt, mein Bruder hilft mir dabei. Wir spachteln das alles komplett zu. Sobald das alles gespachtelt ist, werden wir das färben statt tapezieren. Weil ich denke, färben wäre viel, viel besser. Weil bei Tapezieren, Leute, keine Lust, dass das dann wieder abgeht oder ein paar Stellen nicht gut sind. Färben eigentlich viel, viel besser. Deswegen spachteln wir alles, damit alles schön gerade Ebene ist. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Heute geht's weiter. Wir waren gerade beim Baumarkt, Freunde, haben Gips und irgend so ein Stück Papier für 40 Euro geholt. Rotband geholt, Freunde, für 9 Euro waren das, glaube ich. Und hier dieses Stück Papier für 45 oder 40 Euro. Yeah. Jetzt wird das hier gleich alles schön gemischt, Leute. Und dann geht's weiter. So, Friends, einmal die wunderschöne Softbox hier, dann habe ich alles einmal hier auf dem Boden erstmal so rumliegen. Wie gesagt, Leute, das Zimmer ist noch lange nicht fertig. Ich habe es provisorisch erstmal so hier hingestellt, Freunde, damit ich erstmal Internet etc. habe. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht mit den ganzen Kabeln. Katastrophe. Wenn man reinkommt, leider nicht so spektakulär. Sieht echt Katastrophe aus, aber ich meine, das erfüllt im Moment seinen Zweck, Freunde. Ich kann damit Videos hochladen. Bin erstmal zufrieden damit. Das hier ist mein Schreibtisch. Ich habe schon einen anderen Schreibtisch im Auge, Leute. Den möchte ich mir jetzt demnächst zulegen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das hier wirklich mein Arbeitszimmer werden wird. Weil, Leute, ich habe jetzt hier bei meinen Eltern
ein ganzes Stockwerk für mich, Freunde. Und ich weiß ehrlich jetzt nicht, ob ich das doch als Arbeitszimmer benutze oder ein anderes Zimmer. Ich muss überlegen. Ich kann euch mal kurz mein altes Zimmer zeigen. Das ist einfach komplett leer, Freunde. Das ist mein altes Zimmer. Hier ist absolut gar nichts. Außer einfach hier sowas, Freunde. Hier ist nichts mehr los. Dieses Zimmer hier ist tot. Das war mein altes Zimmer. Aber echt riesig, ey. Hier könnte ich auch eigentlich was draus machen. Hier könnte ich eigentlich vielleicht mein Arbeitszimmer machen, Freunde. Boah, ich weiß es nicht. Was würdet ihr sagen? Soll ich dieses Zimmer als mein Arbeitszimmer machen? Oder das neue da hinten? Auf jeden Fall habe ich dann dieses Zimmer zur Verfügung. Muss gucken, was ich hier draus mache. Oder ich mache hier so einen Kinobereich, Leute, mit einer Leinwand. Dass man hier chillig immer Filme gucken kann. Da ist die Toilette. Dann habe ich hier noch diese Flur hier und dann da oben geht es weiter. Dann ist da oben mein Kleiderschrank gerade, mein begehbarer Kleiderschrank, was auch noch lange nicht fertig ist. Und dann habe ich jetzt dieses Zimmer auch noch. Da möchte ich aber jetzt nicht reingehen, weil es im Moment noch das Zimmer von meiner Schwester ist. Und so sieht das jetzt halt bis jetzt aus. So, Freunde, dieser Teppich, der gehört da gar nicht hin. Hier sind gerade ein paar Klamotten, Freunde, da ich mich gerade ein bisschen umgezogen habe. Zu Gast ist auch noch der Babo. Babo, was? Tschüss, ich bin blind geworden. Was geht? Was geht bei dir, ja? Nichts, ja. Was geht bei dir? Oh, Bro, was hast du da Schönes in der Hand? Gib mal her. Wovor mich, Bro? An dieser Stelle erstmal danke an The Hooker, Freunde. Ich habe wieder eine neue Pfeife von meinem Bro bekommen. Ich habe diese Pfeife bekommen, Freunde, und noch eine zweite. Die zweite Pfeife ist gerade unten. Meine Schwester ist am Shishan dort. Das hier ist die Pfeife, Freunde, habe ich von ihm bekommen. Und jetzt kommt das Krasse an dieser Pfeife, Freunde. Passt auf. Schaut mal bitte, wie diese Pfeife leuchtet. Freunde, das ist so krank. Das ist so heavy, Mann. Danke erstmal an dich, mein Bro. Und er hat mir sogar noch Energy-Getränke zugeschickt. Leute, wie geil ist das denn? Sogar Energy-Getränke. Wie geil. Aber Bro, das ist schon längst leer. Ich glaube, du musst mir 3-4 Kartons von Energy zuschicken. Wäre echt cool. Und übrigens, das hier, das wird halt noch komplett weitergemacht. Hier wollte ich eigentlich diese Schaumstoffdinger machen. Wisst ihr, damit die Stimme halt besser ist. Die wollte ich halt überall an diese ganze Wand machen. Mache ich eventuell noch? Ja doch, ich glaube, ich mache das. Ich lasse das als mein Arbeitszimmer und mache dieses andere Zimmer da als Chillzimmer und das andere Zimmer als mein Kleiderschrank. Wie findet ihr die Idee? Gut, ne? So. Dann habe ich halt hier noch so einen Tisch, Freunde. Dann kommt da mein Fernseher an die Wand. Fernseher oder... Ja doch, Fernseher ist gut. Dann habe ich hier halt noch einen Tisch, der ist aber gerade da drüben. Das zeige ich euch gleich alles. Das Zimmer an sich war schon fast komplett fertig, Leute. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder alles umgeräumt, die ganzen Sachen dahin gebracht. Weil wir alles einmal komplett nochmal sauber gemacht haben. Deswegen sieht das gerade einfach so aus. Und schaut mal, wie schön jetzt einfach die Wand aussieht, Leute. Hä? Was hast du hier weiß gemacht? Wo, schon lange? Guck dir mal da hinten die Wand an. Der sieht das erst jetzt, hey, was? Nein. Geil, ne? Er hat aber vielleicht keine Ahnung. Der checkt das gar nicht, Digga. Der checkt das gerade erst jetzt. So, das ist mein Bereich, Freunde. Wow, Tokyo Ghoul. Hier ist das Video, Leute. Checkt's ab, auf jeden Fall. Ehrenvoller Mann, Tubo. Vielen, vielen Dank. Freunde, checkt das Video ab. Teilen, verbreiten für einen guten Zweck und. What are you doing, bro? Ein paar Sachen machen. Was? Ein paar Sachen machen, ne? Ah, Business und so. Jetzt kommen wir zu meinem Schlafzimmer, Freunde. Ich wiederhole mich jetzt noch einmal. Es ist noch nichts fertig, da ich jetzt halt am Überlegen war, ob ich doch die anderen Zimmer als mein Schlafzimmer etc. machen. Hab mich aber jetzt gerade kurzfristig im Video entschieden, dass das doch so bleiben wird. Jetzt kann ich die Zimmer weitermachen. Hier kommt auf jeden Fall so eine riesen Platte dahin, wo ich meine ganzen Schuhe drauf machen kann oder Caps oder sonstiges. So sieht es halt bis jetzt aus. Hier so ein Kleiderbügel, ein Kleiderbügel, ein Kleiderbügel, ein Kleiderbügel. Dann sind da erstmal die Schuhe drauf, dann ist da das hier. Hier ist mein Bett, Freunde. Die ganzen Klamotten, Leute, ich habe mich umgezogen vorhin. Und hier habe ich auch noch sehr, sehr viele Klamotten, Freunde. Das werde ich euch alles demnächst in einem weiteren Video zeigen, was ich hier habe. Dann mein wunderschöner Red Bull Kühlschrank. Kommt auch bald wieder im Einsatz. Hier habe ich noch einen Schrank, Freunde, der aufgebaut werden muss. Das ist genau der hier. Warte, ich zeige euch das mal. Das ist genau so einer, Freunde. Da habe ich einen zweiten geholt. Hier dieser Tisch. Den habe ich von Poco. Der kommt hier hin.
Dann kommt hier mein Fernseher hin, das hier kommt weiter in die Mitte. Mein Sofa kommt weiter hier hin. Und so sieht das Ganze halt jetzt aus, Freunde. Hier habe ich weiß gemacht, dann habe ich hier grau. Dann wieder weiß, Freunde. Und hier auch weiß und dann hier das hier. Licht wird jetzt alles neu geholt, Freunde. Dekoration wird jetzt alles besorgt. Dann werde ich hier halt, wie gesagt, diese Platten machen. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, dass ich da auch eine Platte mache. Vielleicht mache ich diese Platte mit Schuhen. Die andere Platte von hier bis da mit Caps. Und habe mir überlegt, dass ich hier mit Graffiti irgendwas drauf machen lasse. Oder Schlafzimmer, ich weiß es nicht. Oder Leute, wisst ihr, was cool wäre? Ich feiere das irgendwie. Dass ich diese Wand komplett mit... Nee, oder? Oder nein, nein, vergiss, was ich gerade sagen wollte. Ey Bro, was kann ich hier an dieser... Und ich glaube, hier an dieser Wand werde ich auch noch einen Fernseher befestigen, dass wenn ich hier im Bett liege... so chillen kann, Freunde. Und dann, wenn meine Freundin da ist, damit man halt so kuscheln kann, Freunde, und Fernseher gucken. Warte mal, ich habe gar keine Freundin. Und jetzt kommt das Geilste, was ich vorhabe, Leute. Denn da diese Wand, Leute, genau hier, werde ich ein riesen Graffiti hinmachen, Freunde. Als ob man die Mail lesen kann. Er sagt, ich schreibe eine Mail. Guck mal, weg, guck dir den mal, Alter. Da kommt ein riesen Graffiti hin, Freunde. Und? Schreibe mit freundlichen Grüßen groß. Ja, ja. M, F, G, alles groß. Nein, bist du blöd? Nein, M groß, F klein, G groß. Ja, ja. Genau so. Schwester ist da. Komm mal her. Was geht, was geht, was geht? Wie gesagt, Freunde. Viel Spaß. So sieht es bis jetzt aus. Ich bin eigentlich mega zufrieden, wenn ich überlege, wie es vorher aussah. Und wenn das Zimmer dann komplett fertig ist, Freunde, mit den ganzen Möbeln, mit den ganzen Accessoires und so weiter, werde ich noch ein Video machen. Habt ihr überhaupt Bock darauf, dass ich noch ein Video mache, wenn das Zimmer komplett fertig ist, Leute? Lasst es mich wissen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und Freunde, wir sehen uns. Macht's gut und haut rein. Peace. Sorry, Leute, ich bin gerade echt hyperaktiv, weil ich zu viel Energy getrunken hat. Aber ich hab grad eine leere E-Mail geschickt wegen dir, Lars. Und der Team sucht bestimmt die ganze Zeit, hey, Scheiße, mein PC ist kaputt.